Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute sprechen wir über Neuigkeiten zur Fortsetzung des Remakes von König der Löwen und danach gibt's noch einen kurzen Talk zum Kanal hier. Ja, starten wir gleich mal los. Nächstes Jahr wird die Fortsetzung zum Remake von König der Löwen erscheinen. Doch dieses Mal orientiert sich das Remake nicht an der originalen Fortsetzung von König der Löwen, Simbas Königreich. In der Fortsetzung sollen Mufasa und Scar eine Hauptrolle spielen. Der Film wird in der Gegenwart und in der Vergangenheit herumspringen und wir erfahren einiges über Scars und Mufasas Kindheit. Und die Neuigkeiten dazu, The Hollywood Handle hat veröffentlicht, dass Kiara eine Rolle spielen soll. Denn scheinbar ist es so geplant, dass Rafiki Kiara, der Tochter von Simba und Nala, Geschichten aus Scars und Mufasas Vergangenheit erzählt. Und auch Timon und Pumba sollen immer wieder vorkommen. Ich persönlich stelle mir das ziemlich cool vor und freue mich tatsächlich schon sehr auf den Film. Wie sieht's bei euch aus? Würdet ihr es cool finden, wenn Kiara eine Rolle in der Fortsetzung spielen würde? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Tatsächlich wäre auch dann der Sprung zu Sira, Kovu, Nuka und Vitani auch nicht mehr sehr groß. Vielleicht würden wir die dann auch zu Gesicht bekommen. Wer weiß. Ich freue mich auf jeden Fall schon total auf den Film. So, kommen wir jetzt zu einigen wichtigen Themen, die diesen Kanal betreffen. Starten wir mit dem letzten Zeichen-Contest. Die Gewinnerin ist hierbei Leonie. Herzlichen Glückwunsch und kommen wir damit auch schon zum nächsten Thema. In letzter Zeit kommen irgendwie wieder recht wenig Videos. Das Ganze hat allerdings mehrere Gründe. Zum einen, was König der Löwen betrifft, ist es mittlerweile echt schwer, spannende und vor allem interessante Themen zu finden, über die man Videos machen kann. Es gibt zwar immer wieder Vorschläge, aber entweder gab es dazu schon mal ein Video oder die Ideen sind nicht so ausgereift, dass ich dazu ein Video machen könnte. Ich finde es nämlich auch immer wieder schwierig, Videos zu machen, in denen die Charaktere die Rollen tauschen, wie zum Beispiel, was wäre, wenn Kiara die Tochter von Mufasa wäre. Ich weiß halt oft nicht, was ich dann zu solchen Themen sagen soll, weil die Story vermutlich ziemlich gleich ablaufen würde. Immerhin gibt's ja Scar und der will trotzdem noch König werden, müsste dann halt Kiara aus dem Weg räumen. Es würde halt vermutlich ziemlich gleich ablaufen. Und deswegen mache ich zu solchen Dingen oft dann gar kein Video. Zum anderen lag es in letzter Zeit auch oft an dem Thema Zeit. Ich hatte im Dezember wirklich sehr viel geplant. Ich wollte neben König der Löwen Videos auch Videos zu meinen Lieblingsweihnachtsfilmen machen und auch andere Filme ein bisschen mehr thematisieren. Außerdem war es geplant, dass an den Adventssonntagen ein kleines Special kommt mit einer eigenen Geschichte und ich will auch noch nicht zu viel verraten, denn das Ganze wird sich einfach auf nächstes Jahr verschieben. Ja, das alles war schon durchdacht und geplant. Allerdings kam ich dann irgendwie zeitlich nicht wirklich mehr dazu. Und vor 2 Wochen hätte ein Video kommen sollen, in dem ich die Staffeln von Die Garde der Löwen miteinander vergleiche. Dort bewerten wir ja immer nach 7 Punkten und alleine der erste Punkt zur Story dauert 11 Minuten in dem Video. Also das wird ein ziemlich langes Video. Und deshalb bin ich bis jetzt auch noch nicht wirklich fertig geworden damit. Ja, und so zieht sich halt alles in die Länge. Was natürlich auch ein bisschen dazwischen kommt, ist, dass ich momentan etwas süchtig nach Transport Fever 2 bin und ich die meiste Zeit in dem Spiel verbringe. Es hätte nämlich auch keinen Sinn, wenn ich mich zwinge, ein Video zu machen, weil es dann einfach nicht gut wird. Ich versuche auf jeden Fall wieder aktiver zu werden. Und zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für die My Pride Fans. Ich habe mich wieder dran gesetzt und die letzten paar Folgen weiter übersetzt, beziehungsweise haben mir ein paar von euch dabei geholfen. Ich bin jetzt auch immer wieder dabei, die Sachen dann an die SprecherInnen weiterzuleiten, damit die das dann einsprechen können. Ich möchte aber gleich sagen, erhofft euch nicht, dass das jetzt bald kommt, denn ich habe auch gesagt, dass sich niemand Stress machen soll. Es gab jetzt so eine lange My Pride Pause. Ich denke, auf ein paar Monate kommt es da jetzt nicht mehr an. Nächstes Jahr sollten aber dann auch die restlichen Folgen auf Deutsch übersetzt sein. Und bevor jetzt Fragen zu Staffel 2 auftauchen, es wird vermutlich keine zweite Staffel, zumindest in animierter Version, geben. Mehr Informationen dazu erfahrt ihr auf dem Kanal von Tribble of Doom. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles besprochen, was ich besprechen wollte. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.